Mein Name ist Uwe Werner, ich bin hier Professor für elektrische Antriebstechnik und Laborleiter für elektrische Maschinen und Anlagen. Und ich lehre im Studiengang Ingenieurwesen. Diese Vertiefung Automatisierungstechnik ist eigentlich eine klassische grundständige elektrotechnische Ausbildung mit dem Fokus auf der Automation von technischen Systemen und Anlagen. Warum sollte man Automatisierungstechnik studieren oder die Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik wählen? Der Begriff Industrie 4.0 ist vielleicht der gängigste Begriff, der sich so in industriellen Prozessen, aber auch nicht in industriellen Prozessen, sondern in unserem allgemeinen Leben die letzten Jahre so richtig breit gemacht hat und als Kernfeld der Betätigung von Ingenieurinnen und Ingenieure der nächsten Jahrzehnte sein wird. Und das klassische Feld der Industrie 4.0 ist die Automatisierung oder Vollautomatisierung von technischen Systemen und Anlagen. Das können nicht nur Fertigungssysteme sein, also das heißt industrielle Prozesse wie zum Beispiel PKW-Fertigung, chemische Prozesse, sondern auch Mobilität. Also wie versuche ich Batteriesysteme zu laden, zu entladen, also das, was uns nachher auch zu Hause betrifft, ne? Also wie stelle ich einen sicheren Energiefluss dar über PV-Anlagen, über regenerative Systeme. Alle diese Automatisierungstechniken haben gemeinsam, dass man einen Prozess vollautomatisieren bzw. regeln will. Und das ist das Kerngeschäft der Automatisierungstechnik. Und hierneben sehen wir zum Beispiel eine klassische Automationsanlage, wo es darum geht, ein technisches System, einen Abwickelprozess zu regeln. Und nicht nur zu regeln, sondern auch, wie man hier sieht, über so eine HMI, also eine Human-Machine-Interface-Schnittstelle, zu automatisieren und zu überwachen. Und das ist quasi das klassische Kerngeschäft der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik. Also die Grundvoraussetzung für Automatisierungstechnik ist natürlich neben dieser, dass man so ein bisschen technikaffin ist, also dass man Spaß daran hat, zu verstehen, wie die ganze Welt, die uns täglich umgibt, überhaupt funktioniert, ne? Wie funktioniert tatsächlich die Kaffeemaschine? Wie funktioniert mein Elektroauto vor der Tür? Die sind hochkomplex und alle, die so eine Grundaffinität dazu haben, so ein bisschen Neugier auf neue technische Systeme zu haben. Wie funktioniert das überhaupt, das, was uns täglich umgibt? Wenn man dann noch mitbringt, dass man tatsächlich so ein bisschen elektroaffin ist, das heißt, dass man auch Interesse hat an Sachen oder Systemen, die mit irgendeinem elektrischen Strom funktionieren, und dann ist man auf alle Fälle hier genau richtig aufgehoben, weil die Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik sehr elektrotechnisch geprägt ist. In dem Fall kann man sagen, dass die Berufsaussichten die nächsten 20, 30 Jahre mehr als überdurchschnittlich gut sind, weil so gebe ich das gerne wieder. Mittlerweile ist überall ein Kabel dran. Und alles besteht aus Elektrotechnik, weil alles elektrisch überwacht ist, alles elektrisch gespeist wird. Und das ist der Grund, warum man diesen Studiengang unbedingt wählen sollte, weil die Berufsaussichten sehr gut sind und weil man sich eben in all diesen Feldern, die uns auch täglich betreffen, betätigen kann. Solltet ihr zu der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik noch Fragen haben oder generell Fragen zum Ingenieurwesen oder möchtet ihr gerne die Hochschule mal vorab sehen, bevor ihr euch entscheidet oder möchtet ihr mal einen tiefen Einblick bekommen, was das überhaupt praktisch bedeutet, denn gerade die Ausbildung hier ist besonders praktisch geprägt, auch in der Automatisierungstechnik, weil wir haben es ja gerade gesehen, hier bewegt sich was, hier kann man was machen, hier kann man was anfassen, hier kann man was selber ausprobieren. Dann kann ich euch alle recht herzlich einladen, hier an der Hochschule Bremerhaven vorbeizugucken, mich persönlich anzuschreiben gerne. Meine E-Mail und meine Telefonnummer sind auf der Homepage frei verfügbar. Und dann mache ich gerne eine Führung mit euch und erkläre mit euch gerne offene Fragen, die euch vielleicht dann später bewegen, hier in der Automatisierungstechnik bei uns zu studieren.